dass jetzt natürlich das Osterfest naht. Und wir wissen, dass dieses Fest für viele Menschen damit verbunden ist, dass man Ausflüge macht oder Familienbesuche macht, zum Gottesdienst geht. All das wird in diesem Jahr nicht stattfinden können, weil leider eine Pandemie sich nicht an solchen Feiertagen orientiert. Das heißt, wir müssen ganz besonders über die Osterfeiertage diese Regeln auch weiter einhalten. Und das wird auch in unserem Beschluss, den wir einstimmig gefasst haben, noch einmal deutlich gemacht. Bürgerinnen und Bürger bleiben angehalten, auch während der Osterfeiertage Kontakte zu anderen Menschen außerhalb der Angehörigen des eigenen Hausstands gemäß den geltenden Regeln auf ein absolutes Minimum zu reduzieren. Und deshalb bleiben die Bürgerinnen und Bürger aufgefordert, generell auf private Reisen und Besuche auch von Verwandten zu verzichten. Das gilt auch im Inland und für überregionale tagestouristische Ausflüge.